Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zum Zombie-Simulator. Wir haben unten drunter die Butze voll mit Zombies. Ich habe leider gerade keinen Bogen, dass wir da irgendwas gegen machen könnten. Also müsste das irgendeiner von euch beiden Hübschen mal machen. Ich repariere in der Zeit hier ein bisschen den Wall und ich hoffe, das funktioniert auch. Ja, zweimal hauen, dann ist wieder alles tutti. Oder dreimal hauen. Ja, drei oder viermal ist es im Moment. Einfach viermal drauf prügeln, dann ist alles wieder im grünen Bereich. Da kommt einer noch. Ah, einer noch. Einer noch. Einer noch. Was ist denn hier los? War da einer dran an dem Tor? Ach, das ist das Tor, deswegen. Ah. Comprendre. Das Ding hält ja ein bisschen mehr aus, beziehungsweise geht dann wahrscheinlich auch ein bisschen schneller kaputt als so eine normale blöde Wand. Ja, die normale Wand reicht nämlich teilweise sogar einen Schlag, dann ist sie schon wieder heile. Ist ja auch irgendwie witzig, dass du einfach so ein Ding einfach reparierst, indem du einfach drauf prügelst. Das halte ich, das mache ich immer so, auch zu Hause. Ja, du putzt auch so, ne? Ja. Immer schön mit dem Hammer aufs Parkett. Und irgendwann ist dann wieder gut. Wenn sie dann sagt, Schatzi, ist kaputt. Mach mal neu. Ja. Nein, wir haben gerade neu. Lassen wir das sein. Hier ist übrigens ein Tor, was ich nicht aufmachen kann. Ist das das? Ich gebe den Code jetzt hier nicht ein. Das werden nur Sternchen. Nee, doch nicht. Nein. Ich habe mich jetzt spontan umentschlossen. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, man weiß ja immer noch nicht, auf welchem Server, aber wenn man dieses Konstrukt irgendwann findet, dann ist es vielleicht dann doch ganz gut, wenn man es zerstören muss und nicht gleich reinkommt. Eben. Übrigens kriege ich dieses eine Ding hier nicht repariert. Ich weiß nicht warum. Hä, wo sind denn unsere Metallsachen alle? Ich hab die im Inventar, um meine Nägel zu machen. Nee, mach mal lieber ein paar mehr Kisten gerade. Ja, eine steht doch schon, eine neue. Ja, wir brauchen mehr Kisten. Ja. Hier jetzt mal, die Seite ist noch komplett leer, da muss auch noch was hin. Dann machen wir zwei. Guck mal hier, hier kriegst du doch relativ gut hin. An die Stirnseite hier, auf die Seite, wo ich jetzt hier gerade auf und ab renne, da machen wir einfach alles, was mit Essen und Medikamenten zu tun hat. Also alles, was lebenserhaltungsmäßig ist und alles an diese Seite, Holz, Metall, Autoteile, Waffen, Werkzeuge und so weiter. Endlich habe ich das Rezept für die Nägel gelernt. Und wie war es jetzt? Aus Metal Shards. Und nicht aus Metal Sheet. Ich finde das ja auch schon so ein bisschen erotisch hier, ne? Es wäre vielleicht nur sinniger gewesen, wenn wir die beiden Sachen ein bisschen getrennt voneinander gestellt hätten, so zwecks Ausleuchtung. Aber muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Nö. Ich habe jetzt gerade noch eine Hasenfalle gemacht, die stelle ich jetzt gerade nochmal hier unten hin. Okay, das ist eine gute Idee von dir, da bin ich schon echt stolz auf dich. Ja, ich weiß. Hat jetzt gleich nochmal irgendjemand? Was? Zeug für Kisten übrig, damit wir hier. Ja, ich mach sofort Kisten. Ist das die Plattform, die hier schon einen weg hat, oder was ist das? Ja, unten, ne? Da musst du, glaube ich, von unten draufhauen. Oder ich crouch und hau dann. Dann geht's, glaube ich, auch gerade. Ich glaube, es ist weg, oder? Ja, sieht gut aus. Alles repariert. Arbeit vollbracht. Also die Idee ist, glaube ich, was haltet ihr davon mit diesem getrennten Stirnseite und Längsseite zum besseren Überblick, weil nur noch 20 Slots pro Kiste und das ein bisschen wenig ist und so und doof? Ich gucke einfach, wie man eine baut und macht das einfach fertig ab. Wie baut man eine Kiste? Ich mache gerade eine. Das klingt eklig. Dann nehme ich schon mal die ganzen Nahrungssachen raus. Machen wir die erste Kiste links, wenn du, wenn du da reinkommst, machen wir wirklich nur Nahrung. Dann die nächste trinken. Also sowohl dreckiges Wasser, sauberes Wasser, falls man mal schnell aussortieren muss oder sowas. Der Blackberry Jutze. Und in welchem was? Erste Essen? Ach, die ist ja schon komplett leer. Hallo? Die hab ich leer gemacht schon, ja. Nee, nee, warte, 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 geh nochmal weg. Cassie soll hier die erste noch setzen. Hier direkt hier hin, quasi. Oder soll mir die mal kurz eben geben? Ich habe eine Idee. Wohin? Ich habe zwei Stück. Direkt hier in die Ecke. Das war hier an diese Stirnseite, an die kurze, wirklich nur Essen, Trinken, Medikamente machen.
Okay, okay. Dann gehen hier in der Ecke Medikamente rein, ja? Nee, da kommt, da passen bestimmt noch 3 Kisten hin. Wenn man die dicht stellt. Aber sie hat nur 2. Also in die erste essen und dann erstmal das Fleisch rein und immer gucken, dass mindestens ein Fleisch oben drin bleibt, damit die Ordnung irgendwo drin bleibt. Wir müssten ja eigentlich von jeder Sorte müssten wir ein Fleisch haben. Oder? Ja. Okay, das Rotten Chicken, das bleibt rotten. Das können wir also vergessen. Okay. Das lag jetzt schon eine ganze Weile da drin und wird nicht mal schwarz, merkwürdigerweise. Zweite Kiste dann halt alles, was mit Trinken zu tun hat. Am besten einfach anfangen mit Purified Water, das packe ich mal kurz eben rein, so. Open Storage. Okay, alle 4 drin. Wo ist das restliche Essen? Hast du alles in der Tasche, oder? Ja, ja. Ja, Beeren und sowas halt, ne? Ja, ich bin dabei. Und dann in die Kiste, die wir hier noch zwischen machen, weiß ich nicht. Also entweder machen wir auf die Ecke Medikamente, oder wir machen hier noch eine zwischen. Ich weiß ja nicht, was nachher mehr wird. Gut, ich meine, wir können im Prinzip ja auch noch irgendwann die Ordnung wieder umändern. Das ist ja wurscht. Ja, eben. Hauptsache erstmal eine Kiste für Essen, eine für Trinken und hier für Medikamente. Dann nehme ich erstmal den ganzen Ramsch, der jetzt gerade hier drin ist, nehme ich einfach mal gerade raus. Mach mal, dann kann ich da reinpacken. Genau, dann machen wir da die komplette Medikamentenkiste raus. Okay, der Orange Backpack ist gerade ein Problem. Kannst du den aufnehmen? Ansonsten schmeiß ich ihn einfach gerade kurz hin. Komm nicht an die Kiste? Ja, ich bin gerade noch am Leermachen. Ja, ich merke es. Wie ich sagte, der Orange Backpack ist das Problem. Zeit Lit Campfire. Oh, da ist gerade ein Baum angekommen. Moment. Purified Water. Also hier ist noch der eine Backpack drin, den lasse ich gerade mal drin. Ne? Ja, ich probiere gerade mal was. Boah, eigentlich bräuchten wir hier so eine Ramschkiste. Ah, hier ist eine Ramschkiste, sehr schön. So Kleidungssachen wären ja eigentlich auch nochmal so eine Kiste wert. Ich habe jetzt noch einen Storage gemacht. Brauchen wir noch einen? Oder? Stell den am besten schon mal hier daneben wieder. Ja, also ich. Wo ist denn das Kaninchenfleisch hin? Ach, da guck ich. Ich gerade hier immer am Holz, damit ich sofort craften kann. Moment. Ich meine, es ist gerade auch die total spannendste Folge hier gerade, wie wir unser Zeug sortieren. Ja, klar. Aber dann würde ich sagen, die erste, die jetzt hier komplett leer ist, da fange ich jetzt schon mal an, alles mögliche an Holzbaumaterialien reinzupacken. Angefangen bei Sticks. Dann Planks und alles mögliche. Also alles, was mit Holz zu tun hat. Ich glaube, die Shelter, die tue ich bei Metallsachen rein, oder? Ich glaube, ja. Scrap of Cloth gehört da zum Beispiel nicht rein in die Kiste. Tarp. Zu was gehört ein Tarp? Das ist wahrscheinlich Krimskrams oder sowas, ne? Ja, Tarp ist ja dieses... die Plastikfolie. Für die, genau. Ja. Das kommt also in die Krimskramskiste rein, die jetzt im Moment gerade die letzte ist, die wir haben. Die am nächsten an dem Ofen ist. So. Klingt nach einem Plan. Ja, wenn das einmal gut durchsortiert ist, dann ist das, glaube ich, echt ganz gut. Möchte jemand Kaninchensaft trinken? Was? Bitte nicht! Ja, ich hab Kaninchensaft gemacht. Ja, aber Stu ist doch Suppe. Oder soll ich einfach mal so ganz kackendreist hier noch so eine Shelter... Passt hier noch eine Shelter hin? Nee, ne? Hier passt wahrscheinlich keine Shelter mehr. Also eine große nicht mehr. Habt ihr probiert? Hab mich schon getestet, ja. Also die passt zwar hin, aber da kommst du nirgendwo mehr ran. Und dann ist immer irgendwas... Schade, man hätte ja 2 Stück bauen können, einfach so verwirrungstechnisch, damit man nicht weiß, in welche von beiden denn jetzt wirklich was drin ist. Ja. Aber so, ja gut, die kleine wäre dann noch eine Option. Ich meine, ich könnte die große können wir sowieso nicht benutzen hier drin, ne? Nee. Dann gehe ich jetzt einfach und machen wir jetzt mal einen Spaß mit der großen, setz die einfach irgendwo außerhalb ans Lager.
Vielleicht knackt die dann irgendeiner und freut sich einfach, weil er was außerhalb gefunden hat und ist einfach nichts drin. Und dann lache ich ihn aus. oder kann ich die vielleicht hier oben drauf noch irgendwo setzen? Oh. Soll ich zu den Essenssachen auch die Zutaten wie Zucker und Salz oder? Oder war es bei den Medikamenten mit rein? Ich kann die hier oben drauf setzen tatsächlich. Was ist das denn? Ja, du kannst ja auch nochmal höher bauen. Wir können ja nochmal eine Treppe hier bauen oder noch eine Etage höher. Könnt ihr da eine Treppe dran bauen einfach? Guck mal, siehst du das Ding? Nee. Ich könnte das Ding jetzt gerade hier in den Baum reinsetzen, so als Baumhaus oberhalb vom Tor. Ja, aber... Ja, mach doch. Ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt gerade sagen soll. Manchmal... Cannot place object at this location. Ah, schade. Aber Treppen kann man bauen, also man kann auch in die Höhe bauen. Ja. Gehst du mal kurz zur Seite, dann kann ich den Container noch dahin stellen. Ich will auf jeden Fall jetzt ein Baumhaus bauen. Was soll denn da rein? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ein lustiger Bade? Also drei stehen jetzt hier in der Seite. Soll ich den vierten nebenstellen oder rechts weitermachen? Nee, dann stell den woanders hin. Dann packe ich in die dritte, packe ich die Zutaten fürs Essen. Okay. Sag mal, wo snappt der denn überall an, ey? Kann mal diesen... ach, warte mal. Nee, man kann übrigens hier nicht draufbauen. Wir müssen versuchen, eventuell hier diese Plattform nochmal oben drauf zu setzen. Vorher geht's, glaube ich, nicht. Ja, wie gesagt, Treppen kann man auch bauen, also... müsste was machbar sein. Ja, aber wir müssen ja vorher erstmal eine Plattform haben dafür wieder. Ja. Alter, was ist denn das für eine Kanicke-Brigade da? Ist ja schlimm. Doch gut. 6%. Eventuell ist die Idee gar nicht schlecht. Eventuell ist die Idee gar nicht schlecht. Schön, dass du uns teilhaben lässt. Ja, siehst du dann, wenn es fertig ist. Ja, ich kann es euch ja eh nicht zeigen. Das ist das Problem dabei. Aber uns vielleicht sagen. Kann mir jemand die Tür dazu machen? Ach, warte mal, die Shelter kann man nur auf einer Plattform bauen, ne? Die kann man nicht so bauen. Ich glaube schon. Ja. Ah, schade, sonst hätte ich die jetzt einfach auf die andere Seite von der Treppe gebaut. Weißt du, dass die Treppe quasi in so einem engen Flur nach oben geht? Weißt du? Okay. Dann hätte ich quasi an diese Seite hier quasi die Shelter in der Länge dran gebaut. So, na gut, dann gehen wir jetzt mal rein und dann würde ich sagen, ich packe die Shelter mal erstmal wieder in die Metalltruhe. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge morgen weiter. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Was macht der Ofen? Der Barbie, ist das Essen schon fertig? Hat jemand was gegen Pulled Pork? Nee, ne? Funktioniert immer wieder. Also, okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!